Hallo, ich grüße euch hier aus der Mainz-Zaubertopf-Küche. Wir machen heute zusammen ein sehr leckeres Kartoffelpüree. Für das Püree braucht ihr gar nicht viel, und zwar sind es einfach nur Kartoffeln, Milch oder Sahne, Salz, ein bisschen Butter und wer möchte, nimmt noch ein bisschen Muskat. Bei den Kartoffeln habe ich noch mal einen kleinen Tipp für euch, wenn ihr das schon vorbereiten wollt. Schneidet die Kartoffeln und legt sie einfach in Wasser, weil dann werden sie nicht braun. Kartoffelpüree im Thermomix ist ja immer etwas umstritten, weil die einen sagen, das wird ja nur Kleister, die anderen sind begeistert. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Da freuen wir uns drauf. Und wenn ihr auch noch die Glocke drückt, werdet ihr immer benachrichtigt, sobald eine neue Folge online geht. Das Rezept ist wirklich ruckzuck fertig und eine tolle Beilage. Alles, was ihr machen müsst, ist einfach nur den Schmetterling einsetzen und dann kommen alle Zutaten zeitgleich in den Mixtopf. Und dann gart das Ganze so 25 bis 27 Minuten. Ich kontrolliere das Ganze mal. Das sieht aber gut aus, weil wenn die Kartoffeln noch ein bisschen hart sind, dann könnte man einfach noch mal 2 Minuten nachstellen. Das Kartoffelpüree ist auch schon fertig. Es gibt allerdings noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr mit Milch arbeitet, solltet ihr vielleicht nicht unbedingt die Küche verlassen, weil das kann dann schon mal sein, dass das überkocht. In dem Moment stellt ihr das Ganze einfach auf 98 Grad und das blubbert alles wieder so in den Topf rein. Hier waren die Kartoffeln jetzt schon sehr, sehr klein geschnitten. Wem das noch zu grob ist, der kann das Ganze natürlich noch mal pürieren. Und auch da gibt es einen kleinen Tipp, das darf nämlich nur ganz kurz püriert werden und auch nicht höher als Stufe 4, weil sonst wird es nämlich wirklich Kleister. Ich habe das Kartoffelpüree gerade schon probiert und es ist wirklich richtig lecker. Von der Menge haben wir jetzt 1 Kilo Kartoffeln verwendet, das finde ich auch super von der Menge. Und das Rezept findet ihr bei uns auf dem Mein-Zaubertopf-Blog. Wir verlinken euch das Ganze natürlich noch mal und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!